Eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Intervalle bildet. Wir wählen zuerst die kleine Terz aufwärts vom G. Das heißt, wir suchen uns den Ausgangston und müssen uns bewusst sein, dieser darf nicht verändert werden. Und dann bilden wir erstmal die Terz darüber, zählen vom Ursprungston aus die drei Schritte ab, die wir zur Bildung der Terz benötigen und erreichen das H. Der zweite Schritt ist die Überprüfung der Halbtonschritte zwischen diesen beiden Tönen. Und da sehen wir, dass wir 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte zwischen diesen beiden Tönen haben. Für die kleine Terz benötigen wir aber nur 3. Im dritten Schritt muss also der obere Ton angepasst werden. Der untere darf ja nicht verändert werden. Und dementsprechend müssen wir diesen tiefer alterieren, weil das Intervall ja kleiner werden muss. Um einen Halbton, das heißt aus dem H, wird ein B. Somit haben wir über dem G1 eine kleine Terz gebildet. Abwärts funktioniert das Ganze im Endeffekt genauso. Diesmal machen wir eine große Terz vom G1 aus. Gleicher Ursprungston, den wir suchen müssen. Dann zählen wir die drei Stammtöne ab, dass wir auf jeden Fall eine Terz bilden. Das ist G ist 1, F ist 2 und E ist 3. Das heißt, dies hier wäre auf jeden Fall eine Terz. Für eine große Terz, wie eben gehört, brauchen wir 4 Halbtonschritte. Hier wird im nächsten Schritt gezählt, ob wir diese schon haben. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, brauchen noch einen vierten. Diesmal bleibt der obere Ton unverändert. Das G ist ja vorgegeben, das heißt, wir müssen, um ein größeres Intervall zu bekommen, die 4 Halbtonschritte, die wir für die große Terz brauchen, den unteren Ton, diesmal nach unten alterieren. Und das heißt, aus dem E wird ein S und so erhalten wir eine große Terz. Wenn ihr ein Intervall bildet, sind diese Schritte immer gleich. Erstmal bildet ihr der Grobbestimmung folgend ein Intervall aus beteiligten Stammtönen, also auch wenn hier Gis oder Ges der vorgegebene Ton gewesen wäre, hätte man quasi vom G die Stammtöne gezählt, bis man diese Terz gehabt hätte. Dann überprüft man, ob die Anzahl der Halbtonschritte, die man für das Intervall braucht, schon stimmt. Wenn nicht, dann muss man entweder tiefer oder höher alterieren und das macht man über Kreuz oder Bes mit dem Ton, der nicht vorgegeben ist, also dem zweiten Ton, den ihr euch gesucht habt. Zusätzliche Informationen zum Thema Grob- und Feinbestimmung findet ihr in den hier verlinkten Videos. Und ansonsten wäre es das schon. So werden Intervalle gebildet, nichts Kompliziertes. Man muss einfach diese Schritte, die gerade eben genannt wurden, beachten. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen. Bis dann. Ciao.